des heutigen Supertrack. Es sprechen jetzt Jutta Horstmann und Dirk Gerbert zum Thema Drupal in der Praxis. Danke. Bitte sehr. Ja, das ist unser Thema. Wir wollen ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie wir Kundenprojekte umgesetzt haben mit dem Drupal Content Management System. Ich würde gerne mal ein bisschen wissen, wen ich hier vor mir habe. Wer von euch hat denn schon mal selbst mit Drupal Webprojekte umgesetzt? Kann ich mal Handzeichen haben? Okay. Und wer entwickelt direkt für das Drupal-Projekt? Nochmal Handzeichen? Okay, wesentlich weniger. In Ordnung. Ja. Erstmal kurz zu meiner Person. Ich bin Informatikerin. Ich arbeite als IT-Beraterin mit meiner eigenen Firma Data in Transit. Versuche eigentlich nur Projekte anzunehmen und zu supporten, die freie Software im Einsatz haben. In der letzten Zeit habe ich mich hauptsächlich mit Content-Management-Systemen auseinandergesetzt. Ich habe viel mit Plone gemacht, bin dann aber in letzter Zeit doch sehr stark auf die Drupal-Richtung umgewechselt. Und generell biete ich aber auch Webprogrammierung an. Vorher habe ich mich mit Open-Source-Datenbanken auseinandergesetzt und habe das Projekt OpenUsability.org mit aus der Taufe gehoben. Meine Firma Data in Transit habe ich vor 2 Jahren in Berlin gegründet. Letztes Jahr sind wir nach Bonn umgezogen. Wie gesagt, Schwerpunkte im Moment hauptsächlich Webprogrammierung, sind aber auch etwas spannendere Sachen mit dabei, wie Konzeptionsleistungen, Systemarchitektur, Modellierung, Anforderungsmanagement und so weiter. Das sind Sachen, die ich mit anbiete. Also im Endeffekt geht es darum, IT-Beratung zu leisten, von der Konzeption bis ganz zum Schluss zur Implementation. Und das ist von den Kunden, die da so mit reingeschrieben werden, wird das angefragt. Und mit denen gibt es eine sehr produktive Zusammenarbeit. Wer sich darüber mehr informieren möchte, was ich mit meiner Firma mache und anbiete, findet das auf meiner Webseite unter dataintransit.com. Auch das übrigens ein Drupal, aber eine relativ alte Version. Lange keine Zeit mehr gab zum Updaten. Ja, jetzt erzählte Dirk ein bisschen was über sich und dann. Ihr seht, ich hatte viel zu tun. Mit dem Ausfüllen dieser wichtigen Folie bin ich nicht gekommen. Ich bin Diplom-Kommunikationsdesigner, habe in Amsterdam und Dortmund studiert und habe eine Agentur gegründet 2001 mit noch ein paar Freunden zusammen. Wir machen vor allen Dingen Projekte im kulturellen Bereich, betreuen Museen, große Festivals oder sowas und bieten unter anderem jetzt auch schon seit 2 Jahren Content-Management-System an. Wir haben einen Großteil früher immer auf Joomla gemacht, jetzt hatten wir ein Projekt, da sind wir dann umgestiegen auf Drupal, deshalb stehe ich dann heute auch hier. Und bei dem Projekt hat uns zum Glück Jutta auch unterstützt, weil sonst wäre es jetzt noch nicht fertig. Darum soll es heute gehen. Das ist die Agenda, worüber wir erzählen wollen. Das erste ist, wir nehmen vor allem 2 Projekte genauer in Augenschein. Eins, was ich allein umgesetzt habe, und zwar die Fixies Babywindeln-Webseite. Es wird noch ganz schlimm, es wird viel in rosa und hellblau sein, aber deswegen, ich warne euch jetzt vor, mit Augenkrebsgefahr ist schon mit einzuberechnen. Ein weiteres sehr schönes Projekt, eben das, was ich mit Dirk zusammen gemacht habe, das ist die Freelance-Community-Webseite von einem Fotografenberufsverband. Und werden wir aber jetzt noch im Detail was darüber erzählen, worum es dabei ging bei diesen Projekten und dann etwas Einblick hinter die Kulissen geben, wie liefen diese Projekte ab, was gab es da für Probleme möglicherweise auch, was sind so die Phasen, kann man sowas auch generalisieren? Das ist jetzt für mich, ich habe jetzt 50 Drupal-Projekte umgesetzt und finde schon, dass da eine ganze Menge Sachen sind, die immer wieder auf dieselbe Weise passieren und die man einfach auch, wenn man erstmal da ein bisschen Erfahrung hat, vorher vielleicht auch schon einmal abfedern kann. Dann nochmal speziell in diesen beiden Projekten, was waren die Herausforderungen dabei, wegen der auch sehr unterschiedlichen Kundenanforderungen und was haben wir für Lösungen dafür gefunden? Welche Probleme sind offen geblieben, beziehungsweise waren doch einfach so knifflig, dass man dafür in der Kürze der Zeit, man hat ja immer zu wenig Zeit, dann vielleicht jetzt keine befriedigende Lösung dafür gefunden hat. Und dann nochmal ganz kurz ein direkter Vergleich zwischen den beiden Projekten und wie wir sie umgesetzt haben. Ja, zunächst zu Fixies, www.fixies.de. Der Kunde ist die Fixies GmbH in Köln. Ich wurde beauftragt von der Werbeagentur MSH & More, die in Köln sitzt. Die haben die Projektleitung übernommen, das Konzept geschrieben und das Layout bereitgestellt. Und ich habe mich eben um das Content-Management-System und die Programmierung gekümmert.
Es handelt sich dabei um eine reine Werbeseite. Das hat zwei wesentliche Folgen. Es hat ein sehr aufwendiges Layout und es ist unheimlich viel Content drin. Das müsste jetzt nicht unbedingt so sein bei einer Werbeseite. In dem Fall ist es aber so, man erfährt wirklich so alles von Schwangerschaft bis irgendwie, bis das Kind dann aus dem Haus ist, wie man sich darum kümmert. Und das ist auf verschiedene Weisen dargestellt, mit Blog, mit Wiki, teilweise mit geschütztem Content und so weiter. Also es ist sehr viel Redaktionsaufwand auch mit dabei. Ein wichtiges Thema, auch aufgrund dessen, dass es sich um eine Werbeseite handelt, war, dass die Suchmaschinenoptimierung sehr stark im Vordergrund stand. Dazu werde ich später auch noch ein paar Sachen erzählen, wie ich das mit Drupal umgesetzt habe. Und was bei dem Projekt auch sehr interessant war, dass ich eigentlich fast alles mit reinen Drupal-Bordmitteln umsetzen konnte. Also natürlich mit verschiedenen Modulen, Zusatzmodulen, aber ich habe so gut wie gar nicht programmiert. Also ich habe ein paar Dreizeiler geschrieben, ein paar Sachen, ein bisschen an den Themes gebastelt und so weiter, aber da musste eigentlich kaum gecodet werden. Das Layout habe ich hauptsächlich per CSS umgesetzt und wenig mit Templating. Das würde ich inzwischen anders machen, das hat aber damals dennoch ganz gut funktioniert. Also das fand ich auch eigentlich ganz praktisch. Es war mit dem Layout so, dass das von einem Designer bereitgestellt wurde, der sich nicht mit dem Drupal Templating und Theming auseinandersetzen wollte, sondern mir einfach statische Webseiten, statische HTML-Seiten geliefert hat und das CSS, und das habe ich dann mit in das Drupal übernommen. Ja, so schaut es aus. Nicht erschrecken, bitte. Wie gesagt, es wird viel hellblau, viel rosa sein. Das ist die Startseite, die ist als Extra-Seite angelegt mit dem Frontpage-Modul. Definiert hier verschiedene Blöcke, die auch konfiguriert sind, und oben Standard Primary Links und oben dann noch eine Zusatznavigation. Ja, bisschen mehr ins Detail. Es werden fast nur Standard-Content-Typen verwendet, also hier ist einfach eine Page und verschiedene Blöcke an der Seite. Und diese Blöcke waren total wichtig bei diesem Projekt. Also einerseits hat man diese Bilder zur Illustration immer, die aber pro Seite quasi zugesteuert werden sollten. Auf jeder Seite sind andere Blöcke zu sehen und die sollen sich mit der Zeit auch ändern. Und das sollte komplett durch die Redakteure erledigt werden können. Das wollte ich mich natürlich nicht drum kümmern. Und dann diese Sachen, die auch noch mit Links, die sogenannten Teaser-Blöcke, die verschiedene andere Inhalte anteaserten und auch die immer je nach Kontext der Seite angezeigt werden sollten. Das wurde dann auch noch wesentlich umfangreicher. Es sollte dann Pop-ups aus diesen Blöcken rausgeben und hier Flash-Filme, wo die Windelpackung 3D gedreht werden konnte. Was man so braucht. Man kann dann auch die Rückseite lesen, was auf der Rückseite steht. Und wie gesagt, die Redakteure brauchten Zugriff auf diese Blöcke und mussten die komplett frei WYSIWYG editieren können. Und dann auch noch so Sachen mit einbauen. Wesentliches Modul zur Kundenkommunikation ist der Newsletter, den ich mit Simple News umgesetzt habe. Es gibt ein HTML- und ein Text-Newsletter und Archiv zeigt die vergangenen Ausgaben mit an. Dann hat die Seite eine sogenannte Community. Es ist nicht wirklich eine Community, weil die Mitglieder sich nicht untereinander austauschen, aber es nennt sich eben so, man muss sich einloggen. Und das Ziel ist, für Fixies natürlich an Kundendaten zu kommen. Für die Kunden bietet das weiteren Content. Man sieht hier so ein bisschen die Optionen, über die man sich dann weiter informieren kann. Man kann mit verschiedenen Experten in Verbindung treten und Downloads sich runterziehen. Und man hat Zugang zu einer externen Applikation, wo man ein Babytagebuch führen kann. Das hat jetzt aber mit Drupal nichts zu tun. Das wird in Zukunft in Drupal mit übernommen werden. Werde ich dann auch machen. Aber jetzt ist es noch eine externe PHP-Applikation, die einfach mit angebunden wurde. Also wir haben Daten, die Nutzer werden innerhalb von Drupal gehalten und die Nutzerdaten werden dann an die externe Applikation geschickt. Jo, Formulare habe ich relativ sparsam eingesetzt. Ich habe das durchgehend mit Webforms, mit dem Webforms-Modul umgesetzt. Die mussten für die Redakteure editierbar sein, also die sollen oben drüber den Kopf schreiben können. Die verschiedenen Formularfelder habe ich an sich vorbereitet, da wurde nicht mehr groß was geändert. Zum Kontakt mit diesen Experten werden weitere Kontaktformulare eingesetzt, aber die sind an sich wirklich einfach nur Standardadressdaten und ein Freitextfeld. Ja. Zu den Sachen mit Mailversand, Auswertung und so weiter komme ich später noch. Erstmal zum Blog. Weitere wichtige Komponente dieses Auftritts war, dass es einen Blog geben soll, der an sich über dieselbe Redaktionsoberfläche befüllt werden soll.
Also das heißt, es musste ein Drupal-Blog sein. Zuerst wurde daran gedacht, WordPress zu verwenden und es zu integrieren. Ich habe gesagt, Drupal macht ein wunderbares Blog, warum nicht gleich das nehmen? Darauf wurde dann auch eingegangen. Und es sollte aber eine komplett andere Umgebung schaffen. Also es hat ein eigenes Theme bekommen und hat auch eine eigene Domain. Es ist für den Nutzer jetzt nicht offensichtlich, dass es sich dabei um eine aus demselben Drupal geführte Seite handelt. Hier wird ein bisschen mit Taxonomy gearbeitet, sonst im Rahmen des Projekts relativ wenig, um hier diese Themenübersicht zusammenzubringen. Also mit Views ist dieser Blog gebaut, genauso unten das Archiv. Dann wird Tracker eingesetzt, um hier die Abrufe zu zählen. Man kann kommentieren, wenn ein Kommentar eingetragen wurde, dann kriegen verschiedene Leute per Notify-Modul eine Mail. Und hier drüben, dieser Blog wird automatisch befüllt, indem man einem Artikel eine Kategorie Feature zuweist und automatisch kommen per View dann die Sachen in diesen Blog da drüben rein. Das ist nochmal eine weitere Ansicht auf, also ein weiteres View auch, was da verwendet wird, ein Kalender. View, um diese im Kalenderansicht zu zeigen, wann welcher Artikel erschienen ist. Dann nochmal, wie der einzelne Artikel im Blog dann ausschaut. Ich habe hier Technorate-Text, das Modul mit eingebaut und das Service-Links-Modul, um hier unten dieses Artikel-Bookmarken bei mit reinzukriegen. Und dann sollte natürlich externer Content mit eingebunden werden, aber das ist ja vollkommen problemlos, das einfach da mit in den Artikel zu ziehen, sodass man dann eben zum Beispiel auch YouTube-Filme blocken kann. Und schlussendlich noch Sonderaktionen, wie zum Beispiel das Gewinnspiel. Das ist ein Webform, was dann über PHP in einen Blogartikel mit reingezogen wird. Und hier war es halt besonders schön, das mit den Webforms zu machen. Also das Formular ist nicht anspruchsvoll, auch hier haben wir Adressdaten und nur diese Frage, wie viele Motive gibt es, 2, 4 oder 6. Aber es wird dann eben wenn jemand darauf geantwortet hat, wird es per Mail an verschiedene Leute versendet und man hat dann am Schluss, kann man sich auch die Tabelle anzeigen lassen, wer geantwortet hat, ob diejenigen dann Newsletter mitbestellt haben und so weiter und kann sich das als CSV-Datei runterladen. Sehr schönes Modul. Jo, jetzt noch kurz zum Backend, also beziehungsweise zur Redaktionssicht auf die Dinge. Es gibt verschiedene Rollen. Zum einen die Redakteure und Redakteurinnen aus der Agentur von MSH, die haben sehr umfassende Rechte, weil sie eben sowohl die Blöcke bearbeiten sollen, als auch die Menüs, Bilder hochladen, die Taxonomie auch erweitern können. Da geht es vor allem um die Blog-Kategorien. Die Webforms editieren, Newsletter verschicken, Subscriptions einfügen und rauslöschen. Beim Blog werden die Artikel immer vorgeschrieben und dann gescheduled angezeigt. Deswegen wird das Scheduler-Modul verwendet und die Redakteure haben auch darauf Zugriff. Und sie setzen URL-Aliase für die einzelnen Artikel. Es gibt dann noch eine Erweiterung dieser Redakteurrechte als SEO-Redakteur. Diejenige kann auch noch Metatags setzen. Das ist aber jetzt nicht, weil die anderen dieses Recht nicht haben soll, für die anderen ausgeblendet, sondern einfach, weil sonst diese Inhalt erstellen Formulare wesentlich umfangreicher noch werden. Deswegen hat nur eine einzige Rolle das Recht, Metatext hinzuzufügen. Die Blogtexterin, hat nur Zugriff auf den Content, weil sie nichts anderes machen soll, als Blogartikel schreiben. Und dann gibt es noch einen von der Fixis GmbH, der hat die Rolle Editor. Und der kriegt dann eine Übersicht, das zeige ich gleich noch, wo er bei Bedarf mal drüber gucken kann, welche Sachen gehen wann online und die dann im Bedarfsfall auch zurückziehen könnte. Also das ist das Einzige, was so ein bisschen in Richtung Workflow geht. Ansonsten wird einfach geschrieben und online gestellt oder halt gescheduled. Weitere Nutzergruppe sind die Fixis-Welt-Nutzer. Das sind diejenigen, die sich einloggen, um dann Zugriff auf diesen geschützten Content und geschützte Downloads zu haben. Die haben aber keine öffentlichen Profile und haben auch keine Schreibrechte. Da geht es wirklich nur darum, einen bestimmten Bereich abzugrenzen, was man möglicherweise auch mit einem Premium-Content-Modul hätte machen können, was ich jetzt aber einfach nur Login. Also die haben keine eigene Rolle, sondern sind Authenticated User.
Jo, was ich noch gemacht habe, ist die Redaktionsoberfläche komplett anders zu gestalten. Das war mit einer Anforderung der Agentur, die wollten ihr eigenes Logo mit dabei haben, die Farben, die CI-Farben der Agentur. Und das fand ich was bei Drupal nicht so richtig schön angeboten wird, eine Webseite nicht für die Administratoren, sondern für die Redaktion. Und deswegen ist hier so ein bisschen Anleitung, habe ich dann reingeschrieben, und die haben dann eine eigene Navigation mit den Optionen, die sie umsetzen können. Und das ist dann noch die Ansicht von diesem Editor, den ich erwähnt habe. Der hat jetzt überhaupt gar keine Navigation und weitere Möglichkeiten, sondern der sieht einfach nur, was gibt es für neue Inhalte. Und dann, das habe ich noch zusätzlich mit eingebaut, was hier bei unveröffentlichten, geschedulten Artikeln angezeigt wird, wann, zu welchem Zeitpunkt der online gehen wird. Jo, das war jetzt erstmal die Projektvorstellung zu Fixies, und jetzt kommt Dirk mit Freelance. Jetzt komme ich mit Freelance. Ja, bitte. Tate Babyhaut ist eine Domain, die auf das Blog weist, was aus dem Modell Drupal gespeist wird, wie die Fixies.de. Ist das jetzt Multiseiten? Nein, das ist keine Multiseite. Das ist einfach nur, das ist nur per Apache Also zum Multiseiten werde ich später noch was erzählen, weil ich jetzt gerade ein anderes Projekt mit Multi-Domain war. Aber Fixies ist überhaupt gar nicht Multiseiten. Okay, ich fange mal an mit Freelance. Der Kunde ist ein Berufsverband letztendlich, der größte Fotojournalistenberufsverband Deutschlands. Die sind auf uns zugetreten und wollten für ihre geschlossene Community neue Services anbieten übers Internet, Sachen, die teilweise schon auch vorhanden waren, alles in ein System integrieren, weil die mehrere Websites laufen hatten und die Nutzer auch Inhalte generieren sollten. Das Wichtigste war denen natürlich, dass eine geschlossene Community ist eigentlich der Service für ihre Mitglieder. Da haben wir uns vor allem drauf konzentriert, wobei es also im Ende ging es dahin, dass wir letztendlich alles anpacken mussten, also auch Redaktionssystem. Wir sind letztendlich dabei, immer noch, das ist jetzt Beta-Phase 2, immer noch neue Wünsche vom Kunden wieder umzusetzen, die jetzt im Nachhinein dazukommen. Wir haben relativ viel Module umgeschrieben oder auch neue Module geschrieben, einfach weil das, was wir haben wollten, als wir einstiegen, gerade der Umbruch von 4.7 auf 5.1 lief und wir mit natürlich 5.1 verwenden wollten, es gab keine Module. Wir hatten auch Probleme am Anfang, User-Konzept von Drupal richtig zu begreifen, das schien uns nicht sinnvoll. Da haben wir dann versucht, eine eigene Lösung zu finden. Wir hoffen, dass es hat funktioniert. Also wir haben sehr viel Templating gemacht. Also wir haben eigentlich ein neues Template geschrieben dafür am Ende, weil das, wie wir das haben wollten, so nicht umsetzbar war mit den Standard-Templates. Das ist jetzt die Startseite, noch im Designentwurf. Hier gibt es halt besondere Features. Wäre sowas Who is Where, das ist eine Google Maps Anbindung, wo die Leute selber ihre Reisen eintragen, Fotoreisen, die sie machen, wo Fotoredakteure dann darauf zugreifen können, gucken, wer ist gerade wo, wen kann ich beauftragen und sowas. Dazu gibt es dann auch noch in dem gleichen Bereich eine Fotojobsuche, also ich suche einen Fotograf irgendwo in Deutschland, der super Porträts macht, das musste alles darüber abgewickelt werden, über Drupal. Termine war ganz klar, kein Problem. Das Forum war zwischenzeitlich wieder draußen, jetzt ist es also in Form eines Wikis wieder rein, der aber nur für die Community funktioniert. Diese ganzen Blöcke hier soll der Redakteur und kann der Redakteur auch selber positionieren. Er kann sie austauschen auf der Frontseite, wie er das will. Wir haben das darüber geregelt, dass wir eine Frontpage gemacht haben, eine Page-Front sozusagen, und neue Regionen im Template nur für die Frontpage generiert haben, wo dann der Redakteur über die ganz normale Blogsteuerung sagen kann, der Blog soll jetzt da rein, an erster Stelle und so weiter. Das ist jetzt was, wir haben noch eine eigene Galerie, die wird auch mal direkt auf der Startseite präsentiert, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Hier werden neue Fotografen präsentiert. All diese Inhalte generieren sich aus dem, was der User in seinem Portfolio macht, in seinem Profil macht.
Hier haben wir jetzt noch zwei Blöcke, die eigentlich nur der eingeloggte User sieht, zum Beispiel sein Netzwerk, sein Kalender und so. Das ist jetzt die Liste aller Mitglieder, alphabetisch sortiert, muss man natürlich auch alle sehen können. Das waren nur so Grundfeatures, das, wie gesagt, ist ein Designentwurf. Ich kann es gleich auch online zeigen. Das wäre jetzt das Profil, da haben wir uns besonders drauf konzentriert am Anfang, weil wir sollten halt in dem Profil verschiedene Sachen darstellen. Einmal Arbeitsgebiete, die auch noch an anderen Stellen des Systems ausgewertet werden müssen. Das ist ein ganz normales Textfeld. Das hier ist also auch ein View, der hier aber auch nochmal ausgewertet wird, aber in einer anderen Form als jetzt über die GMAP. Das sind Kontaktdaten, die komplett über das Location-Modul generiert werden. Der User hat auch automatisch einen Link in Google Maps. Also wenn man die Adresse, das waren alles so Anforderungen, die der Kunde sich gewünscht hat. Dann hat jeder User eine eigene Galerie. Ah ja, das ist noch ein schönes Feature, das haben wir zum Glück bis jetzt noch nicht ganz umgesetzt. Hier gibt es für Bildredakteure die Möglichkeit, sich Bilder aus den Arbeitsgebieten sozusagen in eine Lightbox zu holen. Es funktioniert nicht ganz, ich kann es versprechen. Also das wir sitzen da, das ist, da sitzen wir noch dran. Okay, das ist die Galerie. Jeder User muss natürlich eine eigene Galerie haben, der muss auch nichts davon merken, wie er das hochlädt, das sollte mit mehr oder weniger alles automatisch generiert werden. Das Besondere ist natürlich, da oben ist die User-Navigation und zwar überall im User-Profile, das ändert sich überhaupt nicht, das heißt, der kriegt da auch keine neuen Blöcke irgendwo, sondern hier ist der Bereich, die Bühne für den User in der Mitte. Das war unsere Zielvoraussetzung. Das war relativ kompliziert umzusetzen, auch mit diesen Tabs da oben, weil wir natürlich das nicht alles über Views generieren konnten. Wir brauchten ja einen Inhaltstypen, der sich selber Tabs generiert. Also dann gab es hier alle Bilder in der Galerie, können Arbeitsgebieten nochmal zugeordnet werden, die sich dann auch hier so auflisten, alphabetisch sortiert. Dazu kam dann die Anforderung, dass diese Bilder auch noch in der Sigbox, also letztendlich in einem Overlay JavaScript, aufgehen müssen und mit Titel und so weiter dann auch da abspielbar sein. Dann ein weiterer Punkt des User-Menüs sind die Veröffentlichungen, aufgeteilt in Ausstellungen, Publikationen. Also der kann natürlich seine Bücher, seine neuen Sternveröffentlichungen eintragen, Ausstellungen irgendwo auf der Welt, Referenzen und so weiter. Wird eigentlich im Wesentlichen über Views abgehandelt. Es gibt dazu zwei eigene Content-Types, aber die werden dann über Views wieder eingespielt. Das ist jetzt der Bereich, wie der Verein sich präsentiert. Wir hatten ein zweispaltiges Layout angedacht, ist auch so umgesetzt worden. Wir hatten zum Beispiel ein Problem, wir hatten teilweise mit Hintergrund und teilweise ohne Hintergrund. Das haben wir gelöst über um nicht ständig neue Node-Types machen zu müssen, über neue Formulare, über ein Computed Field, was sozusagen abgefragt wird und wenn es angehakt ist, automatisch den Hintergrund mit dem Bild die Seite mit dem Hintergrund produziert, so rum. Das ist jetzt eine Standardseite. Diese Funktion zum Beispiel, die sollten immer da oben sein, Seite drucken, einen Freund empfehlen und so weiter als PDF. Das ist auch alles nur übers Templating gelaufen, also das war alles gecodet. Das wäre jetzt, die haben noch ein eigenes Magazin, das musste natürlich auch da verarbeitet werden in jeglicher Form, mit allen Inhalten nach Möglichkeit online. Ja, also es sind Hunderte. Ganz viel. Also wir haben, nachdem wir mal begriffen haben, wie Views wirklich funktioniert, haben wir, wir haben jetzt auch große Probleme mit Views. Also auf technische Details können wir uns nachher unterhalten, also, weil wir haben das Ding auseinandergenommen und wir zusammengeschossen. Wir sind teilweise weitergekommen, teilweise nicht. Wir haben Views wirklich extremst eingesetzt. Also das war... Wie viele? Wie viele Views?
ich schätze, dass wir weit über 40 Views haben. Und wir haben dann auch Module, wie zum Beispiel Views Bonus oder so, haben wir komplett uns für unsere Wünsche umgeschrieben, weil wir brauchten andere Views als die, die möglich waren, und haben dann irgendwie halt Views nach Terms geordnet oder was. Das haben wir dann selber gecodet. Also da haben wir einige Monate reingesteckt. Was war die Idee, warum Views? Entschuldigung, ich finde das ganz interessant, weil es hieß, Views ist ja jetzt nur das Ding eigentlich im Gruppen. Naja, gut, ich habe ja einen Inhaltstyp, der muss irgendwie angelegt werden. Den legt mein User an. Den kann ich in der Liste zeigen. Ja. Jetzt will ich den aber in einer ganz anderen Form zeigen. Ja. Dann geht es nur über Views. Das heißt, ich muss den wieder aus der Datenbank in einer anderen Reihenfolge letztendlich aufrufen und anders weiterverarbeiten. Und das kann ich. Ja, aber wenn, dann habe ich gleich 300 Module, weil ich muss für jedes extra ein Modul schreiben. Ja. Und das Problem ist, das ist ja sehr lastintensiv. Dann habe ich eine extrem langsame Website. Und das haben wir schon, das Problem. Wir haben relativ viele Module, werden wir am Ende sehen. Und da muss man schon einiges auch wieder rausschmeißen und gucken am Ende, ja, auf was kann ich verzichten? Was kann ich mit 3 Zeilen Code irgendwo anders besser lösen? Weil es wird sehr langsam. Die Jutta ist wieder dran, glaube ich, ne? Ja. Projektverlauf. Bei Fixis lief das so, dass die Anforderung formuliert und das Konzept gemacht wurde von der Agentur MSH in Köln. Das wurde alles mit Fixis abgeklärt und erst dann kam das zu mir, und zwar in Form von einerseits einer Sitemap, aber wirklich auch nur der absolut oberste Level. Wir haben irgendwie die 4 Bereiche, Marke, Produkte, Fixis-Welt und so weiter und umfangreiche Layout-Entwürfe als PDF. So, mach mal. Und, das war das eine, was ich bekommen habe. Das andere war, dass eine wichtige Anforderung damals war, ganz am Anfang, dass es mehrsprachig sein soll. Das floss ganz stark auch in die Entscheidung überhaupt für Drupal mit ein, weil es einfach sehr schön ist, mehrsprachige Auftritte mit Drupal umzusetzen. Ist aber später komplett obsolet geworden. Die Seite ist nur einsprachig, nur in Deutsch. Aber vielleicht kann man es ja in Zukunft mal machen. Und dass ein Blog und ein Wiki mit dabei sein sollte, wobei es am Anfang eigentlich noch so gedacht war, dass es externe Applikationen waren und ich mich stark dafür ausgesprochen hatte, das dann alles innerhalb von Drupal zu lassen. Und so ist es dann auch geworden. Ich bekam zuerst den Auftrag, überhaupt eine generelle CMS-Evaluation zu machen. Habe mir verschiedene Sachen angeschaut, hatte zuerst an Plone gedacht, weil ich eben viel mit Plone bis dato gearbeitet hatte, war mir dann zu komplex für diese Seite, die zwar optisch aufwendig ist, aber von den Sachen, die gemacht werden, innen drin, von der Technik nicht allzu anspruchsvoll. Also es war an sich die Anforderung, irgendein CMS, was nicht so kompliziert ist wie Plone und nicht so simpel wie Joomla. Und da fanden wir mit Drupal eine sehr schöne Nische. Die erste Phase begann dann so, dass ich das Ding installiert habe, Basiskonfigurationen, Basismodule installiert habe und ein ganz groben Prototypen vorgelegt habe. Dann war es so, dass der Kunde, also Fixis, zuallererst das Blog online haben wollte, und deswegen wurde sich zuerst nur darauf konzentriert und das komplett aufgebaut. Also das Layout lag vor, wie wir es vorhin gesehen hatten, mit diesen Blöcken an der Seite, und entsprechend habe ich das dann angelegt, und als nächstes kamen dann die restlichen Layout-Entwürfe. Also es wurde vom Layout, zuerst sollte der Kunde was zu sehen haben, was dahinter passiert, ist völlig egal. Also es musste zuerst mal das Layout da sein, und die Funktionalität wurde dann im Nachhinein noch mit reingearbeitet. Der zweite Schritt war dann, dass die Redakteure zu Werk geschritten und die Seite mit Content füllen sollten. Das erste war dann auch eben diese Blog-Redakteurin, die kurz geschult wurde und dann ihre Inhalte da reinhackte. Das funktionierte eigentlich ganz gut. Das hat also nach einer Stunde ein bisschen vertraut machen mit der Umgebung, war das relativ problemlos zu machen. Was dann aufwendiger wurde, war, dass also es war dann insgesamt eine Redaktion von 4 oder 5 Leuten, und die mussten in ihrem unterschiedlichen Kenntnisstand im Umgang generell einfach mit Computern und Computerinterfaces betreut werden, also von mir jetzt betreut werden. Es gab keine richtige Schulung. Ich hatte zwar eine angeboten, aber die wurde nicht wirklich wahrgenommen oder nur in sehr kleinem Maße wahrgenommen, so dass man eigentlich immer nur ad hoc betreut hat. Und dann wurde erstmal sehr viel Content produziert, der erst im Nachhinein strukturiert werden musste, und man sich dann Gedanken machen musste, wie
soll das jetzt überhaupt strukturiert werden? Vorher wusste man halt nur, dass es, wie gesagt, diese 6 Bereiche der Seite geben soll, Marke, Produkte und so weiter. Und dann kam es darauf an, wie strukturieren wir diesen ganzen Content, den wir später haben. Dann wurde zum Beispiel verschiedene Seiten mit Paging angelegt, wo einfach so viel Inhalt da stand, dass es über eine normale Display-Seite hinausging. Und dann gab es ein großes Problem deswegen, weil die Navigation nur die oberste Ebene zeigen sollte. Und nun gab es dann aber eben zum Thema Marke, Historie plötzlich 50 Unterseiten und wie jetzt den Nutzer da hinkriegen. Und da habe ich dann mit, zeige ich später noch mit, im Template den Menu-Trail noch extra mit ausgegeben. Aber komme ich später nochmal mit drauf. Im selben Zuge, im Projektverlauf, sollten vorhandene Daten integriert werden. Es gab nämlich vorher schon eine fixe Seite, die einfach mit statischen HTML-Seiten programmiert war und mit ein paar PHP-Skripten drumherum, die für das Community-Nutzer-Login zur Verfügung stellten, in der Datenbank speicherten und auch Newsletter-Abonnenten speicherten. All diese Daten wurden übernommen in Drupal, problemlos. Und außerdem wurde diese externe Applikation mit angebunden, wo ich aber auch nur da beratend zur Seite stand. Das habe ich nicht selbst geschrieben. Und dann kam der Launch. Und danach passierten keine großen Schritte mehr. Aber man hatte dann, also weil der Launch eine ziemlich harte Deadline war und die eingehalten werden musste, danach hatte man dann erst noch Zeit, ein paar Baustellen zu fixen, die hoffentlich den meisten dann zur Launch-Zeit nicht aufgefallen sind. Also es wurde immer noch dran gebaut, es wird wahrscheinlich auch noch sehr lange dran gebaut werden, aber es ist alles nicht mehr so groß und offensichtlich, die wesentlichen Anforderungen sind erfüllt. Das Layout wird jetzt gerade überarbeitet, aber inzwischen sind die Redakteurinnen die HTMLer auch von der Agentur so in dem System drin, dass die meisten Sachen auch selbst übernehmen können. Auch das läuft gut. Wo ich dann noch mit reinbezogen werde, ist für so Sonderaktionen wie dieses Gewinnspiel, was ich vorhin beschrieben hatte, die umzusetzen. Ab und an mache ich ein Update von den installierten Modulen. Und dann gibt es so Zusatzwünsche, wie das an einem Blogartikel jetzt eben auch noch diese Social Bookmark-Links stehen sollen. Und ein großer Bereich, dem wir noch viel Zeit gewidmet hatten im Nachhinein, war Suchmaschinenoptimierung. Kommt später noch ein paar Worte dazu. Aber jetzt kommt erstmal Dirk. Also bei uns war es relativ einfach, der Projektverlauf, am Anfang zumindest. Und zwar, wir haben eine Ausschreibung bekommen, die uns nicht gefallen hat. Und dann habe ich bei dem Kunden angerufen und gesagt, ob wir nicht ein neues Konzept schreiben sollen. Ganz spontan hat er gesagt, ja mach, haben wir das ganze Konzept überarbeitet, darauf resultiert ein bundesweiter Pitch, weil es erheblich größer wurde als das, was die sich in ihrem ersten Konzept, was sie selber erstellt hatten, auch überlegt hatten. Dann haben wir auch diesen Pitch gewonnen, das war ganz nett. Dann haben wir uns erstmal hingesetzt und gesagt, okay, jetzt suchen wir uns das TMS aus, das den Ausschlag hat gegeben, eine IBM-Studie zu den verschiedenen CMS, ich glaube, davon profitiert Drupal extrem. Also das muss man aber auch sagen, dass wir haben vorher Yammler-Seiten umgesetzt und wir hatten immer Probleme mit Sicherheitslücken in Zusatzmodulen und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Drupal. Was kam, war das böse Erwachen, nämlich die Umstellung von 4.7 auf 5.1. Wir haben also einen Monat lang einfach nur versucht, Module abzudaten, um überhaupt zu gucken, dass sie funktionieren. Wir hatten Anforderungen, die Module in 4.7 auch zumindest nach den Beschreibungen erbringen konnte. Wir konnten es nicht testen, weil wir hatten 5.1. Es gab keine Roadmap. Wir wussten also nicht, wir hätten uns eigentlich einen Monat Arbeit sparen können, weil irgendwann einen Monat später oder 5 Wochen später, Anfang Mai, waren sie auf einmal alle online, alle Module. Die hatten wir dann zeitweise gleichzeitig portiert nach 5.1. Das war ziemlich, so als Anwendungsentwickler war es ziemlich frustrierend, ne? Weil ich bin auch nicht der Mega-PHP-Coder, das ist eher gehackt alles, aber irgendwann funktioniert. Und was uns vollkommen gestört hat, war der Ansatz, wie Drupal mit Usern umgeht, auch die ganzen Varianten von User as Node, ob wir User Node, Node Profile, was auch immer, es hat uns nicht gefallen. Das heißt, wir haben auf der Basis des Biomoduls, und zwar nur deshalb, weil es so kurz war.
Das hatte 295 Zeilen. Das weiß ich noch bis heute. Jetzt ist es ein bisschen länger, nachdem wir das in der Hand hatten. Aber das war der Ausschlag, zu sagen, okay, das Ding scheint ganz ordentlich programmiert zu sein. Daraus machen wir jetzt was, was unseren Ansprüchen, also unseren Anforderungen natürlich genügt. Hinzu kam, dass wir ein eigenes Template entwickeln mussten. Also wir mussten da schon richtig hart eingreifen. Einfach auch, weil wir die Funktionen ganz woanders dastehen haben wollten, als sie im gewöhnlichen Template letztendlich dargestellt werden. Wir haben es geschafft, nach ungefähr 10 Wochen dem Kunden eine Testinstallation hinzusetzen, wo er drauf experimentieren konnte. Ganz kleiner Kreis, 3 Leute nur. Danach haben wir uns erst dran gemacht, überhaupt mal alle Funktionen versuchen abzubilden. Als das letzte war dann, glaube ich, der Mailman Manager oder sowas, weil der Kunde nämlich da besondere Ansprüche an dieses Modul auch hatte. Kundenworkshops haben wir auch schon 2 gegeben, ich werde noch einen geben müssen. Jetzt haben wir den Kunden so weit angefixt mit Drupal, dass er immer mehr Funktionen haben will. Ist gut für uns, der Auftrag geht weiter. Aber rein, es macht das ganze System natürlich extrem groß. Und das wird gerade unser Problem, dass wir versuchen, das überhaupt noch administrierbar zu machen. Also das ist dann die zweite Frage. Wir haben die Funktionen, aber wer administriert das? Ne, das muss ja auch noch sichergestellt werden. Wir haben jetzt einen Alpha-Test mit 10 Usern hinter uns und gestern ist der Beta-Test mit 100 Usern fertig gewesen. Es ist auch alles gut gelaufen, wir haben es geschafft. Wir haben extra keine Anleitung gegeben, sondern wir haben 100 User gesagt, Leute, hier steigt ein, jedes Formular hat Hilfetexte und versucht das. Und es hat sich bis auf einen keiner beschwert, also die konnten alles machen. Und was uns jetzt eigentlich noch bleibt, ist die Dokumentation des ganzen Projektes, Zusatzfeatures einzubauen und irgendwann den Redakteur anzulernen. Das sind unsere Aufgaben noch. Das kann aber noch was dauern. Die Jutta wieder. Wie gesagt, das Fixis-Projekt war von der Funktionalität wesentlich weniger umfangreich als das, was Dirk zu berichten hat von Freelance. Ich will mich deswegen hier auf 2 Punkte beschränken. Das eine war die Strukturierung von diesen immensen Mengen an Content, die eben nicht im Vornherein ablief, außer dass man sagte, wir wollen eine visuelle Strukturierung durch verschiedene Layouts. Und das zweite ist Suchmaschinenoptimierung, da komme ich dann als nächstes noch dazu. Also es ging eben darum, dass diese Teaser-Blöcke, die wir am Anfang gesehen hatten auf den Screenshots, je nach Bereich der Seite erstmal zugesteuert werden sollten. Also das heißt, wenn man bei Marke ist, dann werden bestimmte Blöcke angezeigt. Das ist ja über die Blog-Administration sehr schön zu machen. Aber zusätzlich sollten dann auch noch innerhalb dieses Bereichs, innerhalb dieses Themes, die Blöcke auch noch auf bestimmten Seiten angezeigt werden. Und auch das kann man über die Blog-Administration ja schön machen, indem man dann sagt, innerhalb dieser Pfade soll das angezeigt werden. Verlangt ja aber den Redakteuren doch einiges ab, aber war dann so einigermaßen so hinzukriegen. Das einzige Problem ist, es gibt einen Bug anscheinend, also auch das ist ein Drupal 5.1, dass diese Pfade in den Blöcken nicht gespeichert werden. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran es liegt, ich habe bisher noch keine Antwort auf meine Anfragen gekriegt. Es gibt einige, die ein ähnliches Problem haben, aber auch da meines Wissens keine Lösung bisher gefunden haben. Also aus irgendeinem Grunde muss es ein Problem mit der Datenbankkommunikation geben, die Information ist einfach weg, zu welchem Pfad jetzt dieser Block gehört. Wo ich über Pfade rede, die Seite ist strukturiert über Pfade, also über URL-Aliase und nicht über Taxonomy. Das war hauptsächlich dem geschuldet, dass das der Vorstellungswelt der Redakteure entgegenkam. Die haben in Ordnerverzeichnissen, in Hierarchien gedacht und man hätte es wahrscheinlich ganz genauso mit einer Taxonomie abbilden können und dann auch wesentlich mehr Drupal-Module nutzen können, die darauf absteigen, aber so hatte ich das am Anfang nicht angelegt und im späteren Verlauf konzentrierte man sich komplett auf diese Pfade. Wie gesagt, die Blog-Administration auf diesem Wege, genauso dann die Verwendung von Taxonomy-Theme, aber eben nicht die Zusteuerung von dem Theme je nach Taxonomie-Kategorie, sondern die Zusteuerung von Themes nach einem Pfad. Also der Nutzer ist im Pfad Marke drin und dann wird alles in rosa dargestellt. Und der Nutzer ist im Pfad Produkte, dann wird alles in lila dargestellt.
ja, entsprechend mussten die Seiten immer mit Aliasen versehen werden und teilweise auch in der Menüstruktur richtig verankert werden. Das war wiederum notwendig, damit im WYSIWYG-Editor interne Links hergestellt werden konnten. Weitere Anforderungen, die die Redakteure an mich herangetragen hatten. Und die Submenüs innerhalb der Seite, die dienten eben dazu, weil dieses Layout, ja, hatte ich vorhin schon erwähnt, keine Untermenüs anzeigte, sondern nur die oberste Ebene. Und jetzt wollte man wissen, jetzt bin ich in Marke drin, was ist hier jetzt alles noch unten drunter? Da habe ich im Template das mit dem Theme-Aufruf einfach Untermenüs. Also das ist jetzt keine aufregende Sache, aber darüber konnte ich dann eben immer diese Untermenüs darstellen, die jetzt nicht, man hätte ja mit einer Taxonomie dann mit dem Submenü-Modul das darstellen können, aber dadurch, dass ich keine Taxonomie verwendet hatte, musste das dann so gehen. Ja, Thema Suchmaschinenoptimierung war sehr wichtig, ist immer noch sehr wichtig, läuft nicht so gut, weil mit verschiedenen Unterordnern experimentiert wurde. Das lag überhaupt gar nicht in meiner Hand, aber manchmal läuft das jetzt unter fixis.de/windeln und fixis.de/Drupal. Eigentlich sollte da überhaupt gar nichts stehen, aber das steht halt und deswegen ist die Suchmaschinenoptimierung geht nur sehr langsam voran. Ich habe halt von Drupal-Seite aus getan, was ich konnte. Es gibt lesbare URLs bei Apache mit Mod Rewrite konfiguriert. Die URL-Alias werden von den Redakteuren eingepflegt. Und teilweise in bestimmten Bereichen, vor allem im Blog, wo man nicht davon ausgehen kann, dass die Blog-Redakteurin sich um sowas kümmert, werden die mit PathAuto automatisch generiert. Kann man einstellen. Das wollte ich dir nur sagen. Ja, Frage war, was ist mit Umlauten in URL-Aliasen? Da gibt es so eine Konfigurationsdatei. Also bei mir werden sie einfach rausgeschmissen, aber man kann es anders, andere Varianten auch. Ich habe es nämlich extra umgeschrieben, genau. Dieses blöde Ding. Ja, also Umlaute werden einfach rausgeschmissen, wenn die im Titel stehen. In diesem Fall jetzt bei meiner Konfiguration. Robots.txt habe ich von der Drupal-Seite mit übernommen, nicht weiter angepasst. Das XML-Sitemap-Modul läuft und funkt Änderungen an Google, Yahoo und weitere Suchmaschinen. Ebenfalls werden verschiedene Seiten gepinkt, wenn es neuen Content gibt. Im Blog werden Technorati-Tags, also das Technorati-Modul, verwendet, um zusätzlich zu den Drupal-Kategorien auch noch Technorati-Kategorien zu verwenden. Das das Node-Words-Modul wird verwendet, um Meta-Tags zu setzen, also Description und Copyright und alles Mögliche, was man noch mit reinschreiben kann. Der Seitentitel wird extra gesetzt, also das ist nicht der Artikel, der als Überschrift über dem Text steht, sondern das ist der, der in den Title-Tags steht. Und im Blog werden die Social-Bookmark-Links, hatte ich vorhin gezeigt, mit diesem Digit und so weiter bekannt, mit dem Service-Links-Modul verwendet. Und generell das Thema Bloggen ist, glaube ich, das, was am allermeisten für die Suchmaschinenoptimierung gebracht hat, weil das ist das, was wirklich Nutzer auf die Seite bringt, dass dort auch wirklich kräftig und auch gar nicht mal so inhaltlich so uninteressant geblockt wird. Da wird viel Arbeit reingesteckt und ich denke, das zahlt sich auch wirklich aus. So. Ich schon wieder, Mensch, wollte gar was trinken. Schweinerei. Okay, unsere Herausforderung. Erstmal war das User-Konzept von Drupal für uns am Anfang schwer verständlich. Mittlerweile sind wir etwas weiter, wobei wir da glauben, man könnte noch eine Zwischenlösung zwischen den beiden existierenden finden, die jetzt gerade gibt, nämlich User as Node und dieses Core-Modell. Wir wollten zum Beispiel Tabs als Ordnungselement haben und nicht als Funktionselement, wo sozusagen über Anzeigen oder Bearbeiten auch noch Funktionen abgespielt werden. Das fanden wir auch nicht so ganz praktisch für alle User, vor allen Dingen, wenn man sehr ungeübte User hat, die aber Inhalt generieren sollen, dann hat man da schon ein größeres Problem. Wir hatten zum Beispiel das Problem, Gallery per User ordentlich zu erstellen, ohne ein aufwendiges Modul. Es gab auch zu der Zeit keins, ich glaube, jetzt gibt es eins, was einigermaßen funktioniert, was aber alles über die Taxonomie macht, was wir auch nicht wollten. Und es gab keinen ordentlichen Maßupload von Bildern, war nicht wirklich vorhanden. Wir hatten Google Maps Anbindung, mussten wir liefern.
Postleitzahlensuche, Umkreissuche, Arbeitsgebietsuche. Dann gab es, wir durften zum Beispiel keine Bilder in der Suche ausspucken, obwohl wir natürlich ohne Ende Bilder reinstellen. Also da sind am Ende über 100.000 Bilder auf dieser Website in der Datenbank. Aber keins von den Bildern sollte überhaupt gefunden werden, weil das natürlich als Node abgelegt wird, jedes Bild. Aber das würde ja tausende von Hits pro User erzeugen, weil jeder Fotograf stellt da ein paar hundert Bilder rein im Glücksfall. Das heißt, wir mussten das Search-Modul auch umschreiben oder hacken. Umgeschrieben. Gut, die eigene Frontpage mit vordefinierten Bereichen, das haben wir jetzt anders nicht über das Frontpage-Modul gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich fand, das kann man über das Template lösen und ich wollte nicht noch ein Modul, was ich ständig updaten muss und gegebenenfalls mir die Laufzeit verlängert von dem System. Wir haben Bereiche, ich kann das gleich kurz mal demonstrieren, wie unser User-Modell aussieht, wo der User zum Beispiel nur Sachen lesen kann. Er darf nämlich seine Vereinsdaten lesen, aber nicht verändern. Also wir mussten User Read Only nehmen. Wir hatten ein Problem mit dem Ding, weil das uns ständig Fehlermeldungen rausschmiss am Anfang. Irgendwann nicht mehr, aber sobald ein User was versuchte zu ändern, wurde gesagt, die haben keine Zugriffsberechtigung, was natürlich vollkommen nervig ist für einen User. Der will gar nicht damit belästigt werden. Das heißt, wir haben das jetzt so umgeschrieben, die können überall irgendwas reinschreiben, wenn sie die Berechtigung haben, wird es geändert, wenn nicht, passiert einfach gar nichts. Die senden es ab und da bleibt das Gleiche drin stehen. Das war für uns der einfachere Weg, weil sonst haben wir ständig Anrufe, wieso darf ich das nicht ändern? Genau, das Kontaktmodul Drupal Core. Da ist jetzt ein anonymer User, der will einem von unseren Fotografen, wir müssen ja auch ein bisschen Werbung, die wollen ja Werbung für sich machen, über das normale Kontaktformular eine Nachricht schicken. Das geht dann auch nicht. Okay, da haben wir gesagt, dann schreiben wir das auch noch um. Also ist das jetzt, haben wir das so umgeschrieben, dass der normale User über das ganz normale Kontaktformular einfach auch Nachrichten verschicken kann. Es gibt, du guckst so kritisch. Ich glaube, es geht auch für Standardversion. Nee, Zugriff verweigert, auch wenn du es angestellt hast. Das geht nur für Leute, die in der Community eingeloggt sind. Das heißt, das haben wir dann, das war für uns, für unsere Community nicht zu gebrauchen in der Form. Wir hatten ein E-Mail-Feld für CCK, weil die wollten, es gibt natürlich das Kontaktformular, die wollten aber, dass jeder Fotograf noch eine andere E-Mail eingeben kann. Weil natürlich das User-Kontaktformular wird über den Admin eingegeben, das ist eine Adresse, die die ihrem Verband mitteilen. Die können aber ja auch irgendeine andere Adresse noch haben, wo sie auch E-Mails bekommen wollen. Also mussten wir dieses Ding noch nehmen. Das haben wir dann umgeschrieben, weil da... warum eigentlich? Genau, da sollte dann nur der Name stehen und der sollte auch noch Spam geschützt sein. Wenn das schon haben, die vielen E-Mail-Adressen, das ist total cool, weil dann kann man die ganz einfach hinten einbauen. Ich meine, ich komme auf dich zurück, wenn wir das brauchen, okay? Okay, dann haben wir ein Problem mit Image-Cache. Das Modul benutzen wir sehr intensiv, weil wir die verschiedenen Bildgrößen überall haben auf der Website. Teilweise werden die aus einem Bild generiert und verteilen sich dann auf die verschiedenen Ansichten. Wir haben aber ein großes Problem mit Image Cache, dass es eigentlich nur funktioniert, wenn man öffentliche Dateien hat. Also das Dateisystem auf öffentlich stellt, was eigentlich auch nicht wirklich schön ist. Das heißt, wir versuchen gerade das Ding so umzuschreiben, dass es auch bitte den Fall privat akzeptiert und nicht uns die ganze Datenbank dabei zerschießt und nichts mehr darstellt. Da gab es ein schönes Modul für 4.7, Content hieß das, Premium Content, weil wir haben ganz viele Bereiche der Seite, die nur angeteasert werden, aber die nur das Verbandsmitglied überhaupt weiterlesen kann, auch Download Service Links oder sowas. Da gab es vorher keine Regelung, wir haben keine gefunden. Wir haben dann irgendwann dieses Modul ausgegraben und mit Jutta's Hilfe dann jetzt so weit gebracht, dass es einen eigenen Link hat, also eine Funktion Hook Link da eingebaut und sowas, dass zum Beispiel in einem Teaser dann auch steht, Members Only, dass ein nicht angemeldeter Nutzer direkt weiß, aha, ich komme hier auf einen für Mitglieder vorbehaltenen Bereich. Dann hatten wir dieses schöne Modul Buddylist. Ist ein super Modul. Nur warum muss ich das in irgendeinem Blog verwalten? Wir wollten natürlich, dass unsere User das in ihrem User-Profile verwalten und nicht dann irgendwie 15 andere Seiten noch aufmachen. Weil das Ziel war, wie gesagt, das hatte ich eben schon beschrieben, der User bleibt in seinem Profil, der geht nirgendwo anders hin. Der muss, um Inhalt zu erstellen, bleibt er auch dahin. Der stellt ein Bild ein und es gibt einen Redirect, der geht wieder auf sein
Profil. Der wird nirgendwo anders hingelassen. Einfach damit es für ihn einfacher ist, das zu begreifen. Dann hatten wir das Problem mit den Umlauten. Wir konnten die natürlich auch wie die Jutta einfach rausschmeißen, aber die sollten ja da sein. Weil wenn nämlich einer Jürgen heißt, dann sollte der auch bitte Jürgen heißen und nicht J minus irgendwas, sondern da gab es ja dann auch keine Lösung. Wir haben dann irgendeinen alten Patch gefunden, den haben wir so in dieses Pass-Automodul integriert, damit der auch ordentlich mit Umlauten umgeht. Offene Probleme. Oh wei. Ich gehe. Offene Probleme ist nur bei mir, da ist bei Dirk, glaube ich, auch gar nichts offen geblieben, sondern alles total im Griff. Ich habe aber gerade gelernt, wir haben nur noch weniger als 10 Minuten, deswegen gehe ich da jetzt auch noch ganz flott durch. Ich habe riesig viel Zeit in das Simple News Modul reingesteckt, weil das ganz viel nicht so machte, wie wir es gerne hätten. Vor allem war das auch was eigentlich die Redakteure komplett selbst in der Hand haben wollten. Aber Simple News doch eben, ich habe jetzt gelernt, das ist by design simple und deswegen bietet es einfach bestimmte Konfigurationsmöglichkeiten auch gar nicht an. Aber deswegen musste ich dann da an einzelnen Stellen noch ran, teilweise einfach Sachen rausschmeißen. Der Footer zum Beispiel sollte raus. Was war noch wichtig? Ja, es war so Kleinzeug. Sehr viele Testadressen sollte es geben. Das Feld hat aber eine Max-Length von 128 Zeichen. Also so Kleinzeugs, wo man halt erstmal sich reinfrickeln muss und das dann entsprechend anpassen. Das MyMail-Modul wird im Zusammenspiel verwendet für die HTML-Mails, bietet aber keine Möglichkeit, um Anchors zu setzen innerhalb der Mail. Also man hat eben sehr langen Newsletter in HTML gesetzt, möchte dann zwischen Menü und Artikeln hoch und runter springen können. Diese Sachen habe ich angepasst. Und dann Sachen, die Redakteure, dadurch, dass sie eben sehr stark in die Ausformung der ganzen Webseite mit einbezogen waren, die Redakteure vermissten. Das war einerseits In-Place-Editing, vor allem in den Blöcken. Also In-Place-Editing ist klar, dass man hat da den Block stehen, klickt direkt drauf und kann den editieren. Muss man über die Blog-Administration gehen, was einfach ein weiterer Schritt ist. Und gerade wenn sehr viele Blöcke über die Webseite verteilt waren und in dem Fall eben auch nach so einem komplizierten Schema, je nach Theme und je nach Seite dann auch noch unterschiedlich angelegt, dann musste man eben immer sehr, sehr eindeutige Bezeichner für die einzelnen Blöcke verwenden, damit die Leute überhaupt noch wussten, welcher jetzt wo angezeigt wird. Granulare Rechte im Admin-Bereich war was ich gerne mehr gehabt hätte. Zum Beispiel kommt dann die Redakteurin und sagt, ich möchte, habe ein neues Theme entwickelt, also erstmal ein neues Style-Sheet, möchte das jetzt mit reinladen. Sobald ich ihr aber Rechte gebe, darauf die Themes zu ändern, bekommt sie noch viel mehr weitere Administrationsrechte dazu. Da war die Granularität nicht fein genug. Gab es in anderen Bereichen auch noch ähnliche Probleme. Ja, das sind so die Hauptpunkte. Ich mache mal gleich weiter, damit wir noch zum Schluss kommen. Jetzt noch ein kurzer Überblick einfach, um die beiden Projekte noch mal stärker gegenüberzustellen. Ich mache mal die Fixies-Seite und Dirk dazu. Also bei Fixies, Community eben nur ganz eingeschränkt gedacht, gar nicht wirklich im Sinne von Gemeinschaft, sich miteinander auszutauschen. Die Nutzerinteraktion beschränkte sich auf Ausfüllen von Kontakt- und anderen Formularen. Formulare generell sehr knapp gehalten, deswegen hat das Webforms-Modul uns vollkommen ausgereicht und war sehr nützlich dafür. Content-Typen auch nur sehr eingeschränkt, die Standard-Content-Typen verwendet, nichts weiter darüber hinaus entwickelt. Page Story, News und Blog verwendet. Strukturierung, wie gesagt, rein über Pfade gedacht, deswegen auch nur sehr wenig Taxonomie verwendet, eher eben zur Zusteuerung von Inhalten eingesetzt. Und auch Views eigentlich nur, um Listen in Blöcken auszugeben, aber auch das hauptsächlich im Blog und ansonsten doch eher eingeschränkt. Sag was. Ich sag was. Also, im Wesentlichen haben wir die Probleme gehabt, dass wir sehr viele Formulare haben. Die haben wir immer noch. Die können wir auch nicht aufgrund der vielen verschiedenen Services, die die anbieten, auch gar nicht verringern. Wir bemühen uns zwar. Wir haben den Großteil dann über CCK Views geregelt und über eigenes Templating. Ja, den Rest habe ich eigentlich schon erzählt. Also das sind verwendete Module. Auch die lesen wir jetzt, glaube ich, nicht vor, aber man sieht so, wir haben beide so einen gewissen, war da eine Frage? So einen gewissen Kernbereich, das, was zuerst aufgeführt wird, sind sowieso die Kernmodule,
Dann haben wir beide den TinyMCI WYSIWYG Editor, wobei dir, glaube ich, WYSIWYG gar nicht wirklich eine Rolle spielt. Ne? Ja. Also bei Fix ist sehr stark, bei Freelance eigentlich nicht. Capture ist was wir beide für die Formulare brauchten und Simple News, was bei mir stark angepasst wurde und PassAuto eben bei Freelance. Ja, und ansonsten doch sehr unterschiedliche Auswahl getroffen. Teilweise, denke ich, haben wir schon aber auch für denselben Zweck einfach unterschiedliche Lösungswege eingenommen und deswegen auch unterschiedliche Module verwendet. Willst du dazu noch was sagen? Auch zu den Sachen, die ihr umgeschrieben habt vielleicht? Oh, ja, das können wir ja die... Ja, also was für uns relativ schwierig war bei Drupal, ja, war teilweise, wie die herangehen an die Sachen, dass es keine Roadmap gab für nichts. Und als Anwendungsentwickler will ich natürlich wissen, wann funktioniert was, weil ich will das ja nicht wieder alles neu erfinden. Wie integriert das für die Drupal-Community? Oder seid ihr? Keine Ahnung, ich habe bestimmt 100 Posts mittlerweile seit 3 Monaten. Also, ja, wir haben natürlich zu dem Zeitpunkt angefangen. Also mittlerweile, wir spielen auch teilweise, haben wir schon Sachen, die wir umgeschrieben haben, zurückgespielt in irgendwelche Head-Versionen oder sowas. Aber das muss ich natürlich auch erst aufbauen. Aber da kommt jetzt jemand an, so ganz unbedarft, ich sage, boah, super System. Scheiße. Also meine Reaktion war einfach scheiße. Und ich habe es nirgendwo gefunden. Hätte mir irgendjemand gesagt, wir stellen um Roadmap. So ein schöner großer Button für Blinde. Für mich. Gut, es ist ja auch jetzt so ein Erfahrungsbericht, also von jemandem, der da von außen rangeht, der das System super findet. Ich finde die Community auch sehr gut, ist ein sehr schöner Umgangston. Man wird eigentlich wird einem direkt geholfen. Das finde ich auch immer sehr praktisch. Ja, warum wir die Sachen umgeschrieben haben, das habe ich ja mehr oder weniger schon erklärt. Wenn jemand Interesse hat, kann ich kurz demonstrieren, wie bei uns das User Profile aussieht. Ja, gehen wir gleich noch rein. Also die Folien, wenn da jemand da nochmal drauf gucken will, ich werde die Folien bei mir auf die Webseite dann noch hochstellen. Ja? Kurze Anlage, und zwar, wir haben einen Projektraum, das ist 1017, auf der ersten Etage, da haben wir jede Menge freie Plätze für Drupal Hackers und Leute, die einfach heute und morgen entwickeln wollen. Ich wollte das nur sagen. Ja. Das 110, 117 auf der ersten Etage. Findet ihr auch einen Plan in dem Hälfchen Programm mit dem ganz am Schluss den Plan von den Projekträumen in der Drupal aufgeführt? Ja, danke schön. Die Frage war eben noch, auf welcher Webseite es die Folien gibt, auf www.dataintransit.com, also meine www.dataintransit.com. Es steht auch am Schluss nochmal angeschrieben. Ich mache jetzt mal ganz kurz zum Fazit und dann zeigt Drupal nochmal, zeigt Dirk noch was aus der Praxis. Ich glaube, wir machen beide weiter mit Drupal. Das wird auch sehr stark. Ich habe 2 weitere Projekte in der Pipeline, die auch damit Sachen machen wollen. Ich habe nach Fixies nochmal zwischendrin 2 weitere gehabt. Die anderen Sachen haben dann sich schon angesprochen. Also ich hätte auf jeden Fall gerade für diese Fixies-Sache gerne mehr Redaktionstools gehabt. Bei Freelance waren das die Sachen mit den User-Profiles, die für eine Community in dieser Weise nicht verwendbar waren und selbst gebaut werden mussten. Im Projekt habe ich auf jeden Fall gelernt, es ist ganz wichtig, die Anforderungen im Vorhinein zu klären, wie das in jedem Projekt auch so ist, aber man erspart sich im Nachhinein sehr viel Arbeit. Also gerade wenn eine Strukturierung von der Webseite vorher geklärt ist und man sich dann überlegt, wie möchte ich das in Drupal umsetzen. Das Schönste ist, denke ich, meistens das mit Taxonomien zu machen und dann erstmal das, was sich der Kunde vorstellt als Strukturierung und was eben noch ganz stark aus dieser Verzeichnisbaumdenke kommt, in ein Kategoriensystem umzubasteln. Die Zeit sollte man sich vorher nehmen. Ja, das von uns und wenn es Fragen gibt oder Antworten auf offen gebliebene Sachen, also hier meine Webseite datainternet.com und die Work von Dirk. Und Dirk zeigt noch seine User-Profile. Nur wenn Vielleicht das wirklich noch jemand sehen will oder noch an. Ja. Wenn es denn heute mit diesem Laptop nochmal funktioniert. Es kann sein, dass aufgrund der super Bildschirmdarstellung, genau das habe ich mir nämlich beinahe gedacht, die Seite abgeschnitten wird. Aber der Bildschirm ist etwas
klein. Also das ist ein User Profile von uns, wenn man als anonymer Nutzer raufguckt. Man kann da der Button Kontakt zum Autor, der steht auch immer da, das ist das Core User Profile, wo auch jetzt der anonyme User mal drüber Mails schicken kann. Die Seite empfehlen ist das Forward-Modul, Seite als PDF ist das PDF-Modul, hatten wir auch Probleme mit, weil das den Basepass nie richtig gefunden hat. Da haben wir dann auch reingehackt in das Modul, weil unsere Bilder nicht unter dem Ordner Images abgelegt waren, unter verschiedenen Orten. Deshalb war das relativ schwierig. Okay, das Profil stellt sich so dar, der hat diese drei Spalten. Die haben auf der einen Seite die Arbeitsgebiete auf der rechten, die auch dann in anderen Teilen der Website wieder abgefragt werden. Wir haben hier die Travel History hier unten. Das ist eine Reise, die dann auch über Who is Where wieder zu finden ist, aber natürlich nur, wenn sie überhaupt noch aktuell ist, sonst fliegt sie natürlich automatisch raus. Dann haben wir hier die Adresse, der Name und so weiter, wird alles über Location gesteuert. Oben die Titel und die Berufsbezeichnung wird über die Page gesteuert. Das sind CCK-Felder, die der Fotograf ausfüllt und die werden dann sozusagen in den Kopf der Seite des User-Profiles gesetzt. Als anonymer User kann man jetzt einfach auf Fotos gehen. Wir wollten halt diese drei Tabs haben. Wir hatten das vorher nirgendwo gefunden, dass das überhaupt möglich ist. Unser Konstrukt ist letztendlich, dass wir das Biomodul umgeschrieben haben und auch geklont haben und das jetzt dreimal verwenden. Und es ist nicht so, wie sonst bei Drupal üblich, dass er jetzt den Bereich seines User Profiles verlässt, sondern er bleibt da. Das heißt auch noch mein Konto, Jürgen Stumpe, also selbst Steve Breadcrumb bleibt so. Ich kann jetzt hier auch mal kurz was ändern, damit wir sehen, dass sich da was ändert. Und das Speichern. Und er hat einen automatischen Redirect wieder auf sein Profil. Wenn er jetzt natürlich bei der Galerie Bilder hochlädt, dann wird er aber nicht zurückgeschickt auf sein Profil. Ich kann mal gucken, ob ich hier irgendein Bild habe, was ich hinzufügen kann. Okay, ich schmeiße euch alle raus. Nein, Entschuldigung, er hat recht. Bei mir ging es relativ flott. Wir hatten im März, glaube ich, war die Beauftragung und online gegangen ist es in der ersten Aprilwoche, und also etwa einen Monat. Und es gibt quasi so Sachen mit Baustellen und noch Nachforderungen, das läuft bis heute noch, aber das ist dann nicht klein. Also ich würde mal sagen, aber ich habe nicht den ganzen Monat durchgehend gearbeitet, also es würde, also nicht an diesem Projekt gearbeitet. Verfixt ist bis zum Launch. Nicht 10 Personentage mal rechnen. War jetzt, also das Aufwendige war dabei die Layout-Geschichte. Das war, wie gesagt, funktional jetzt nicht sonderlich einfach. Ja, mit den weniger wegen der Anforderungen, sondern wegen der Schulung der Redakteure, die halt nicht zentral in einer Schule betreute, sondern ad hoc, je nach Bedarf. Also vor allem, weil eben auch diese Strukturierung von diesen Inhaltsmengen auch erst im Nachhinein erfolgte und man dann immer wieder einfach beim Erstellen von weiteren Inhalten plötzlich diese ganz neue Fragen ergaben und sie dann ad hoc gelöst werden mussten. Deswegen gab es darüber sehr viel Umwelt. Also es war jetzt wirklich sehr viel Zeit in Kommunikation und Betreuung gegangen ist und weniger dann in technische Lösungen. Viel mehr ging es dann darum, das Gefühl zu finden, die Anforderungen. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal. If you want to build a web application, you've got to download Drupal. Drupal, 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 Drupal. If you've got a website, you need a system to manage your content, Drupal.
to build a web application, you've got to download.